Hallo und herzlich willkommen zu Business Intelligence in der Praxis. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie mit Power BI Desktop eine Textdatei ganz einfach importieren können. Sehen wir uns im ersten Schritt die Textdatei an. Wie Sie sehen, besteht die Textdatei aus einem Header, Region, Country, Item Type, Sales Channel und so weiter. Also die einzelnen Spalten sind auch durch Trennzeichen getrennt, in diesem Fall durch Tab Stops. Wir sehen auch, dass die Textdatei aus Textwerten, Datumswerten und Zahlenwerten besteht. Als nächstes öffnen wir Power BI, um diese Textdatei zu laden. Dazu schließen wir diese Textdatei, öffnen Power BI und wählen in der Menüleiste unter Rubrik externe Daten das Icon Daten abrufen und selektieren Text CSV, um die gewünschte Textdatei zu laden. Nun öffnet sich ein Fenster, wo ich die Textdatei auswählen muss, sampledata.txt. Bestätige mit Open. Nun erhalten wir eine Voransicht der Textdatei, wo ich noch weitere Konfigurationen vornehmen kann. Die wären zum Beispiel der Dateiursprung, auch Codierung genannt. Diese lassen wir standardmäßig auf westeuropäisch Windows. Man kann auch die Trennzeichen der einzelnen Spalten ändern, zum Beispiel auf Doppelpunkt, Komma, Semikolon, Leerzeichen und so weiter. Und Power BI Desktop erkennt oder ermittelt den Datentyp der Textdatei auf Basis der ersten 200 Zeilen. Das ist der standardmäßige Einstellung. Man kann diese auch ändern auf das gesamte Dataset der Textdatei. Oder auch Datentypen nicht ermitteln. Des Weiteren hat man hier die Möglichkeit, auch einen schnellen Überblick des Inhalts der Textdatei zu ermitteln. Man muss immer nur berücksichtigen, dass es sich um einen Datenschnitt handelt und nicht die gesamten Daten anzeigt. In unserem Fall möchten wir nun die Daten laden. Und erhalten nun die einzelnen Spalten der Textdatei mit deren Inhalt und können nun schöne Grafiken erstellen. Wie Sie sehen, ist das Importieren von Textdateien nach Power BI Desktop sehr einfach. Tschüss und bis bald.